Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Venus-Orakel im Zeitraum von 6. bis 12. Juli 2018. 6. Juli ist Freitag. Und Freitag ist ein Venustag. Venus ist nichts anderes in griechischer Mythologie als die Liebesgöttin Aphrodite. Vermittelt weibliche Kraft, weibliche Energie und Thema Liebe. Aber nicht nur das, sondern Harmonie und Frieden und Kunst und Kreativität, Schönheitssinn, aber auch kleines Glück. All das gehört zum Venus-Bereich. Venus bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Dann kommen die Feuerelemente zu, das ist die Aktivität, die Begeisterung, Leidenschaft. Diese Venus, Löwe-Venus, unterstützt die Wiedergeborenen, die Schützengeborenen, die Zwillingsgeborenen, Wagengeborenen, hilft auch bei Jungfraugeborenen und bei Krebsgeborenen. Etwas speziell ist für Wassermanngeborenen, weil die Wassermanngeborenen bekommen hier etwas gespiegelt und sie sollen auf diesem Spiegel schauen. Das heißt nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen oder die Kontakt aufbauen. Thema ist natürlich Liebe. Etwas beschränkt wirkt diese Liebesenergie für die Stiergeborenen und für die Skorpiongeborenen zurzeit. Sie sollen etwas geduldig sein und löst Unsicherheit aus bei Fischengeborenen und bei Steinbockgeborenen. Und jetzt schauen wir die Legung an. Was ist die wichtige Thema? Was sollen wir anschauen, wenn es um die Liebe geht? Das zeigt diese Karte in die Mitte an. Die inneren Feuer ist spürbar. Das ist die Herzenswärme, die Liebe, auch die Leidenschaft. Und wie ich schon sagte, die Feuerelement ist auch aktiv. Aber das wird nicht gezeigt. Das wird unterdrückt. Ob das jetzt von Damen kommt oder die Verhalten von Herren gerade ist, es ist sehr schwierig, die Liebe zu spüren, weil das ist, diese Karte bedeutet, verschlossen zu sein, die Gefühle unterdrücken. Und es ist wichtig, zur Zeit auch wahrnehmen. Die Kommunikation, es ist ein Fest oder eine Einladung und das hat mit Liebe etwas zu tun. Entweder organisieren wir etwas, ein Fest, oder bekommen wir eine Einladung von liebevollen Menschen und kann auch bedeuten, dass wir um einen Mensch kümmern sollen, den wir lieben. Und es wäre schön, das anzusprechen und dieser liebevolle Mensch auch mal einladen. Das ist nämlich eine Einladung zu einem festlichen Anlass und damit können wir rechnen, dass wir diese Einladung bekommen oder wir sollen nachdenklich sein, jemand einzuladen. Wie ist das in Partnerschaft? Wird das gelebt zurzeit? Die Gefühle? Es ist momentan schwierig, weil da spiegelt sich etwas in die Liebe-Partnerschaft und das, was spiegelt sich, das macht traurig oder entsteht zurzeit Zweifel. Warum? Das zeigt die Thematik an, die inneren Feuer. Die Liebe ist da, die Leidenschaft ist da, die Begeisterung ist da, aber das wird nicht vermittelt. Was können wir tun? Etwas geben von unseren Gefühlen. Hier geht es um Liebe.
Also nicht zweifeln, so wie hier sichtbar ist, wenn wir das so wahrnehmen, sondern entgegenkommen, Interesse zeigen und geben etwas von unseren Gefühlen, aber nicht ausnützen lassen, weil das darf auch nicht einseitig sein. Woran liegt das Glück? Das Glück liegt daran, wenn eine Verabredung kommt. Und wenn wir diese Einladung nicht bekommen, dann sollen wir jemanden einladen und dafür sorgen, dass zu einem Treffen kommt. Weil das ist erfreulich, das befreit, das klärt sich auch etwas auf und daran liegt auch das Glück. Was ist gerade die Lernaufgabe bezüglich auf die Liebe? Dass wir das wahrnehmen, was wir besitzen. Das kann bedeuten, was können wir bieten oder was haben wir in dieser Liebepartnerschaft und das schätzen, was wir haben und nicht diese winterliche Landschaft betonen, sondern das, was wir zum Bieten haben oder was wir bekommen in die Liebepartnerschaft. Was ändert sich in die Tage? Die Sicherheit, Stabilität kommt und hier wird etwas festgelegt. Das ist ein Schreiben. Natürlich kann das auch ein Brief sein, eine Nachricht, aber auch ein Vertrag. Und das hat mit der beruflichen Situation oder mit Finanzen etwas zu tun. Das erzählt diese Karte. Aber weil bei dieser Legung um die Liebe geht, ich würde dieses Bild jetzt auf die Liebe übertragen. Das heißt, wir bekommen eine Nachricht oder wir sollen diese Nachricht schreiben, weil dadurch kommt die Sicherheit, Stabilität. Die Träume und Sehnsüchte. Die Schicksal dreht sich. In welche Richtung dreht sich die Schicksal? Das liegt selbst in Hand. Wenn wir unseren Träumen vertrauen und wir daran glauben, dann kommt es auch zum Erfüllung, vorausgesetzt ist, dass dieser Traum realistisch ist. Dann kann das auch zum Erfüllung gehen und wenn wir diese Vertrauen bleiben, dann dreht sich die Schicksal auch in die liebe Partnerschaft. Wo liegt es? Kraft? In uns selbst liegt die Kraft und wir sollen auch Stärke zeigen. Und das war die Legung für diesen Venustag, ein Venus-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.